Willkommen zurück bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Ja, ich fasse mal kurz zusammen, okay, bevor ich es vergesse. Man muss das Rezept für die Draugar-Rüstung kaufen, bevor man die Schlacht macht. Also faktisch gesehen, bevor man die Rüstung herstellen kann, muss man das Schema schon kaufen. Und damit willkommen zurück, Webcam an. Finde ich natürlich ungünstig gelöst, dass ich die Rüstung jetzt nicht mehr herstellen kann, obwohl ich jetzt erst die Gegenstände dafür bekommen habe. Wenn man es weiß, weiß man es halt, ne? Also auf Deutsch gesagt, können wir jetzt hier aktiv in Bergen nichts mehr kaufen. Ich würde laden, wenn das nicht heißen würde, dass ich den ganzen Kampf nochmal machen müsste. Daher spare ich mir das. Und wir starten jetzt die Belagerung Bergens. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, dass ich auf die Rüstung verzichte. Aber na gut. Müsste man sich alles aufschreiben, ne? Beim nächsten Mal weiß ich das wieder alles nicht. Gut, wir reden mit Soldaten. Ich kümmere mich um die Verteidigung des Haupttores. Ich sorge für die Mauern. Ich werde eine Verteidigung vorbereiten, dass Hänsel der Pimmel abfällt. Netter Soldat, ich sehe, du bist ein General von Kopf bis Fuß. Warum kein Marschall, verdammt? Saskia hat darauf bestanden. Entweder Japen oder ich. Wir haben gelost und mich hat's erwischt. Gut, dass du auf bist. Hänsel wird gleich hier sein. Was denn, so enttäuscht wäre der, wenn er mich nicht vorfände? Er würde sofort zusammenbrechen. Hänsel ist ein erfahrener Kämpfer. Papalapap, sollen sie nur vor die Mauern kommen. Wir überschütten sie mit siedendem Öl und zünden sie an. Kümmer du dich nur um deinen Teil. Ihre Köpfe werden fliegen wie Pferdebremsen. Sie kommen! Haben die sich vermehrt, oder wie? Zeit, ihnen kochendes Öl zu servieren. An den Kesselwänden sind Ventile. Die müssen wir öffnen. Ich nehme das linke, du das rechte. Eieiei, wenn man jetzt eine Links-Rechts-Schwäche hätte. Ah, okay, ich verstehe schon. Der sieht nicht gut durch sein Visier, kann das sein? Der schlägt voll schief. Okay. Waren bei dem keine Ritter oder was? Kann ich sagen, dass der schon da bereit am Rad steht. Was machen die, wenn wir sie nicht mit dem Öl erwischen? Was hat er gesagt? Ich kann ihn nicht verstehen. Eieiei, okay, man hätte es wahrscheinlich auch früher machen können, richtig?
sonst hauen sie uns um! Rückzug! Folge dir, Soldaten. Oh je. Anker daran! Tor schließen! Zu Befehl! Nicht herumfurzen! Sofort auf die Mauern! Jawohl, großer Anführer! Sieht alles nicht gut aus. Formation halten! Aber wir haben Saskia. Saskia! Verteidige die Mauern. Na super. Kann man nicht umtreten? Bisschen unfair, also ein bisschen nur. Wollen, das sieht nicht gut aus gerade. Autsch. Viel zu viele. Mein Gott. Guckt sich an, als wären die übelsten der Überzeuger, das sein. Verteidige die Mauern, ja, ich versuche es. Wir hatten gerade ziemlich auf die Eile. Es scheint nicht mehr, keine mehr nachzukommen, kann das sein? Ja.
Wir haben diese Kakerlaken abgewehrt. So schnell geben die nicht auf. Sollen sie nur herkommen, wenn sie so beknackt sind? Oder noch ein bisschen Öl brauchen? Habe ich noch einen? Ja, einen damit. Schadet ja nicht, ne? Schön gesagt, die. Die Frame Drops, das ist wieder fabelhaft. Ich kenne man nur sterben, ey. Und der letzte. Yay! Tja, das war kein Zuckerschlecken. Aber das Bild der gebratenen Söldner war ein schöner Lohn für die Mühen. Die kommen zurück. Nur Zwergenbauern sind störrischer. Und haben dickere Eier. Hexer, ich brauche deine Hilfe. Das höre ich in letzter Zeit dauernd. Du bist eben unersetzlich. Unter der Stadt verlaufen Stollen, die zu den Gruben der Zwerge führen. Wer weiß davon?
Kaum jemand, aber ich habe trotzdem beschlossen, sie zu sichern und eine Abteilung Kundschaft dahin geschickt. Leider ist von denen bisher keiner zurückgekehrt. Wenn Hänsel den Durchgang gefunden hat, sitzen wir in der Patsche. Das ist scheißverdammt ziemlich zahm formuliert. Wenn sie von zwei Seiten angreifen, können wir die Festung nicht halten. Der Zeitpunkt ist günstig. Hänsels Leute lecken ihre Wunden wie geprügelte Hunde. Sie brauchen mindestens eine Stunde, um die Truppen umzugruppieren und sich für einen neuen Angriff zu formieren. Beeilen wir uns, ich komme mit dir. Du solltest nicht dorthin gehen. Es ist zu gefährlich. Ich hab dich für klüger gehalten. Seit wann meide ich denn Gefahren? Die Verteidigung ist gut vorbereitet. Alle wissen, was sie zu tun haben. Außerdem sind wir rechtzeitig zurück. Mir wäre es lieber, wenn du mir eine fähige Abteilung mitgeben würdest. Ich gruppiere unsere Reihen jetzt nicht um. Die Aufstellung hat sich bewährt. Wenn sie nicht aus der Grube angreifen, müssten wir standhalten können. Du hast das Kommando. Geh voran. Du überraschst mich immer wieder. Ich dachte, Hexer hätten mit Politik nichts am Hut. Politik interessiert mich tatsächlich nicht. Und dennoch stehst du auf unserer Seite? Das ist alles! Ich stehe auf Soldaten und Japan. Offenbar hat man in Cadwin ein Bombsproblem. Was, wenn sie sich der cadwanischen Standarte unterstellt hätten? Kein Zwerg würde je für Hänselt kämpfen. Och, ich mag sie einfach. Sie und Triss sind meine beiden Lieblingscharaktere, glaube ich, aus dem Switcher-Universum. Und Geralt natürlich. Moment. Ah, muss ich direkt benießen hier. Ja, mein Stream ist aktuell vollkommen furchtbar, ne? Also auf YouTube, auf Twitch, willkommen im Ruckelstream wahrscheinlich. Tut mir sehr leid. Jetzt gehe ich voran. Bleib hinter mir, Saskia. Der Hexer ist ritterlich. Noch eine Überraschung. Tja, die Welt ist völlig aus den... aus den Fugen, ja. Das stimmt vermutlich sogar. Ey, lass mir die Tür doch offen. Was soll das denn? Moment, sind das redanische Truppen? Hab ich das gesehen? Die Söldner auch, ey. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Wenn die schon hier sind. Und es wird noch schlimmer. Laternen dabei haben. Ich hätte auch gerne eine. Nur noch einer.
Ja. Oh, wo die herkamen, da gibt es bestimmt noch mehr. Da lang. Jetzt auch noch Monstergegner hier. Also doch da lang, das geil. Okay. Oh je. Herr, du wirst Bergen bald erreichen und sie kalt überraschen. Wenn das eintrifft, sollte. Bergen ist in Gefahr. Und die Jungfrau von Eldern treibt sich mit dem Hexer in den Höhlen herum. Na klar, es juckt sie. Warum nicht ein bisschen Lust kurz vor dem Ende? Tötet sie. Arschloch. Das hier ist viel besser als das. Frauen haben viele Gesichter, aber über dieses hier staune ich nun doch. Jetzt kennst du mein größtes Geheimnis. Ich hatte keine Wahl. Sie hätten dich umgebracht. Ja, Saskia ist in Wahrheit der Drache. Der Drache der Belagerung bei den Lavaliers. Das war sie. Jetzt ist mir klar, wie du so ein starkes Gift überleben konntest. Philippa ist eine große Zauberin. Sie hätte dich trotzdem nicht retten können, wenn du ein Mensch wärst. Du als Hexer weißt viel über uns. Nur goldene Drachen können ihre Gestalt frei wählen. Mein Vater war ein Ritter mit strahlenden Augen, der das Leben als schönes Abenteuer sah. Er liebte die Menschen und bemühte sich, sie zu verstehen. Er lehrte mich, alle Menschen als gleichermaßen wertvoll und die Freiheit als unveräußerlich zu betrachten. Mein Vater glaubte, die Welt bestehe aus Chaos und Ordnung. Das Chaos sei die Aggression, die Ordnung die Verteidigung dagegen. Was ist aus ihm geworden? Er lehrte mich, wie man unter Menschen lebt und zog seiner Wege, so wie Drachen es tun. Oha! Bei der Belagerung der Burg Lavalette erschien ein Drache. Ich habe Arjan Lavalette geholfen. Weshalb? Weil er sich gegen Tyrannei und ihre Auswüchse wehrte.
Das konnte ich gut verstehen. Bergen könnte einen wie ihn gut gebrauchen. Wer kennt die Wahrheit noch? Detmold. Ich meinte die Verbündeten. Jorvet? Der hat sich die Geschichte von der Drachentöterin ausgedacht. Er fand, Eddon brauche jemanden wie mich. Und jemand wie ich brauche eine Legende. Und er hatte recht. Die Drachentöterin wird zum Drachen, fast wie in Divinity 2 Ego Draconis. Großartiges Rollenspiel an der Stelle. Wenn ein Drache Bergen zu Hilfe käme, Henselt hätte keine Chance. Darüber habe ich lange nachgedacht. Aber was würde dann aus Obereddon werden, wenn sich der Schlachtenstaub gelegt hat? Du müsstest fortgehen. Ja, die Eddoner kennen und achten mich nur als Drachentöterin. Vielleicht nicht nur deswegen, aber wenn sie erführen, dass ich selbst ein Drache bin, würden sie sich betrogen fühlen. Aber wenn Bergen fällt, sind auch deine Ideale nicht zu retten. Vielleicht solltest du das Risiko eingehen. Nehmen wir an, ich offenbare mich. Wer führt dann Obereddon? Weißt du einen Ersatz für mich? Es ist schwer, neben dir zu bestehen. Die Zwerge fänden einen eigenen Kandidaten, die Elfen auch. Und die Menschen suchten sich einen König. Darum bitte ich dich, dass du mein Geheimnis bewahrst. Wir müssen ohne Drachen mit Henselt fertig werden. Und das werden wir auch schaffen. Nicht zuletzt dank deiner Hilfe. Ich werde dir nie vergessen, was du für Eddon tust, aus welchen Gründen auch immer. Lass uns gehen. Die Verteidiger brauchen dich. Okay. Kehret auf die Mauern zurück und verteidige Bergen. Nicht jetzt, Hexer. Mann. Oh, einen Moment bitte, ganz kurz. So, Entschuldigung. Headset wieder rauf, aufsetzen. Wichtiger Anruf. So, ich bin wieder da. Okay, ich habe den Weg schon mal so halbwegs gesucht. Ist aber schön, dass wir ihr folgen sollen und sie einfach stehen geblieben ist. Gut, haben wir das. Also das war schon mal der Magier, der ist schon mal tot. Beziehungsweise der ist nicht tot, der ist geflüchtet. Habt ihr gesehen, wie der ins Portal gesprungen ist? Mega lustig. Oh, und da steht was schon... Was ist inzwischen geschehen, Sultan? Der Spaß fängt erst richtig an. Hirte Hänsel treibt sein ganzes Vieh hierher. Wir werden es schaffen. War das alles? Ach nein, wir haben zwei Überraschungsgäste. Nämlich? Trolle, das heißt ein Troll und eine Trollin. Hässlich wie Scheiße nach dem Winter, aber Möpse hat sie. Du hättest sehen sollen, wie unsere Leute geglotzt haben, als diese beiden Ungetüme in den Hof kamen. Warum wollen sie uns helfen? Haben sie das gesagt? Hexermensch gut. Feind von Hexermensch, Feind von Troll. Ich kenne die beiden. Sie könnten sehr nützlich sein. Gut. Außerdem wollen wir ein Land ohne Vorurteile schaffen. Als wir erfuhren, dass Henselt selbst den Angriff führt, rutschte uns die Moral in den Keller.
Sultan, sag ihnen, wenn sie aufhören, an den Sieg zu glauben, können sie auch gleich mit weißen Fahnen wedeln. Hab ich ja, aber sie gucken wie begossene Pudel. Ruf die Verteidiger zusammen, Sultan. Warum schweigt ihr? Ihr solltet euch freuen. König Henselt persönlich will uns beehren. Wir werden alle sterben. Wir können sie nicht abwehren. Henselt ist unbesiegbar. Wir werden nicht gegen Knechte, sondern gegen den König kämpfen. Und er wird unseren Sieg anerkennen müssen. Wovon träumt man als Soldat, wenn nicht davon? Oder habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wollt ihr die weiße Fahne hissen? Das ist ganz einfach. Und Henselt wird schnell eine neue Ordnung einführen. Die Schenken sind nur für die Menschen. Die Zwerge ersticken im Bergwerk. Die Elfen verschwinden. Sie werden im Wald gejagt. Die Herren erschlagen die Bauern, die sich nicht tief genug verneigen. Ist das das Land, das ihr euren Kindern hinterlassen wollt? Nein! Niemals! Ihr zittert vor Angst, nur weil Henselt kommt? Wer ist er denn? Ein Gott? Nein. Er hat Arme, Beine und Blut, genauso rot wie unseres. Und wenn er sich tatsächlich herwagt, werden wir gerne etwas von seinem Blut vergießen. Ja! Erledigt, Hänsel! Lang lebe Saskia! Viele von uns werden kein Morgenrot mehr sehen. Frauen werden vergebens warten, Freunde ohne uns zechen. Aber wir werden sie in Ehren halten und uns um ihre Gräber kümmern. In Edirns Erde. Die, die überleben, werden mit stolzer Brust leben können. Nur so hat das Leben einen Sinn. Jetzt zu den Waffen auf die Mauern! Zeigen wir Henselt den wahren Krieg! Nochmal. Oh je. Ey, da hinten ist das Arschloch. Hau ab! Backt ein bisschen, da kann ja die erste so ein bisschen tot glitschen, sag ich mal. Sollte mir ganz schön Fan drauflegen, ne? Ja, einfach mal eben eine Drache. Ist schon krass, oder? Sie ist quasi ein Formwandler. Ihre Natur ist, glaube ich, der Drache. Und das, was sie hier zeigt, ist ihre unnatürliche Form. Ihr habt es ja gehört, goldene Drachen können ihre Form wählen. Also ist der Mensch ihre unnormale Form, in Anführungszeichen. Ihre unnatürliche Form.
Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorvet vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Jorvet, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Henselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Henselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorvet und schließ das Haupttor. Japen sagt, es sei durch Detmolds Zauber beschädigt. Was weiß denn Japen über Tore? Halt mir den Hintern frei, ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shiba nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. So sei es. Da, da sind die Elfen. Mit Jorvet sogar, ist schon geil. Okay, auf geht's. Ist schon geil, oder? Einfach so eine ganze Schlacht hier. Hier runter gehen wir jetzt. Okay. Einfach mal eine ganze Schlacht im Spiel integriert. Wäre halt ganz geil, wie in Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, wenn man die Leitern umstoßen könnte. Das wäre noch ein bisschen cooler. Die Leiter hineinziehen! Jawohl! Okay, hoch kommen wir nicht mehr. Los, Sultan! Jorvet, wir müssen zum Haupttor, sofort! Gib's zu, du hast gedacht, ich käme nicht zurück, Windland. Du bist verteufelt gut. Wir müssen verhindern, dass Henselt fliehen kann. Und ihn anschließend zwingen, es zu versuchen. Dann nicht gezaudert. Zum Tor! Schon geil. Ist schon geil. Mit Jorvet zusammen. Bleib durch. Oh, das ging gut. Geschafft! Sie sind abgeschnitten und angreifbar wie Enten. Vielleicht ergeben sie sich. Herr, eure Befehle. Die Schlacht ist vorbei, König. Du hast gesiegt. Du diktierst die Bedingungen. Du kennst meine Forderungen. Du verzichtest auf Eden und unterzeichnest eine bedingungslose Kapitulation. Du verpflichtest dich, deine Armee niemals mehr den Ponta überschreiten zu lassen. Ist das alles? Du zahlst Reparationen und erkennst Ober-Eden als souveränen Staat mit Saskia von Vergen an der Spitze an. Was erwartet mich und meine Leute? Die Freiheit. Das ist nicht wenig. Sieh nur, wie viele meiner Leute bei ihrer Verteidigung gefallen sind. Wie viel willst du? Wir setzen uns in Loch Muin zusammen, um die Höhe der Reparationen festzusetzen. Mit achtbaren Zeugen. Da ist noch etwas. Saskia hat es noch nicht erwähnt. Ich höre? Seit die Welt besteht, gab es Kriege. Und es wird sie immer geben. Die einen siegen, die anderen verlieren. Doch sie müssen im Geiste ritterlicher Prinzipien und Gesetze geführt werden. Worauf willst du hinaus, Zauberin? Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Detmold zum Beispiel. Ich brauche aber einen Berater. Kriegsverbrecher werden bestraft. Du bekommst einen neuen Berater.
Und zwar Sheila de Tankerville. Diese Hexe spinnt wohl. Das ist eine unverhandelbare Bedingung. Detmold wird für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Sei es drum. Exekutiert ihn. Lasst sie mich nicht zerren wie einen Hund. Seht, wie ein echter Zauberer stirbt, dumme Huren. Leiste den Eid und du hast freien Abzug. Mit wem verhandle ich hier eigentlich? Philippa Eilhardt und ich sprechen mit einer Stimme. Sieh dich bloß mit Zauberinnen vor. Sie vergessen allzu oft ihren Platz. Philippa ist meine Beraterin. Ich warte, König. Ich, König Henselt, Herrscher von Catwin, gelobe vor Zeugen, dass ich Eddirns Grenzen respektieren werde und den Staat im Pontartal unter der Führung Saskias von Vergen anerkenne. Ich gelobe, die Reparationen zu entrichten, deren Höhe in Loch Muin festgelegt wird. Du bist frei. Zeigt dem König den Weg. Zeit zu gehen, Saskia. Ja. Da stimmt doch was nicht. Womit? Mit Saskia. Ich kenne sie gut. Sie ist nicht sie selbst. Ihre Augen. Wie unter Fistech. Das rührt sie nicht an, kann ich dir versichern. Gehen wir den beiden nach. Das wirkt auch sehr merkwürdig, dass sie sagte, wir sprechen durch eine Stimme. Sie sind weg. Teleportation. Durchsuchen wir Eilhards Quartier. Vielleicht hat sie in der Eile nicht alles mitgenommen. Wir sprechen mit einer Stimme. Das wirkte sehr merkwürdig. Schauen wir uns mal um. Nur Weiberschnickschnack. Jorvet, hierher. Was ist das? Ein Foliant mit Trankrezepten. Zum Lesen haben wir jetzt keine Zeit. Solche Bücher hüten Zauberinnen eigentlich wie ihre Augäpfel. Dies ist offenbar nicht. Immerhin hat sie es zurückgelassen. Sie war in Eile. Kann dieses Buch etwas mit Saskia zu tun haben? Ich glaube, in diesem Land hat fast alles mit Saskia zu tun. Dem Drachen. Was? Woher? Ich habe es gesehen. Dann hüte bloß deine Zunge, Gwynblade, sonst... Es ist mir klar, was passiert, wenn das bekannt wird, Jorvet. Hier ist das Rezept für Taumador. Eilhard hat uns die Zutaten von Weheleid schon mitgeteilt. Dies muss nichts heißen. Neben Giften steht üblicherweise die Zusammensetzung der Gegengifte. Kenne ich auswendig. Königsblut, Immortelle, Drachentraum, Rose der Erinnerung. In diesem Buch steht nichts von der Rose der Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie sie sagte, dass die Rose der Erinnerung zusammen mit der Immortelle den Verstand heilt. Und wenn sie gelogen hat, vielleicht heilt sie nicht den Verstand, sondern beeinflusst ihn. Philippa hat ihr die Blume durch einen Kuss übergeben. Das Symbol für Liebe und Verderben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Philippa hat die Rose hinzugefügt, um Saskias Verstand zu unterwerfen. Diese Schlange bringe ich um. Philippa verfügt über Magie und einen Drachen, der ihr gehorcht. Bei den Beratungen dürfte sie einiges zu melden haben. Was will sie erreichen? Das werden wir nur in Loch Muin erfahren. Gehen wir, Gwynblade. Oh Mann, also ihr habt es gehört. Dieser schöne theatralische Kuss mit dem Rosenblatt war nicht Bestandteil des Gegengiftes, sondern ein Kontrollzauber, wodurch Philippa uns betrogen und die Kontrolle über Saskia erhalten hat. Das heißt, streng genommen war Philippa die ganze Zeit gegen uns, beziehungsweise darauf aus, Saskia nach eigenem Belieben zu manipulieren. Und das hat sie geschafft letztlich.
Geralt, Saskia ist verschwunden. Die Menschen werden unruhig. Die Zwerge auch. Saskia ist zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung von Rat und Kammer gereist. Sie will, dass die Könige Vergens Unabhängigkeit anerkennen. Nerven hat sie ja, die Gute. Aber ohne sie geht hier doch alles den Bach runter. Wir haben Henselt vermöbelt, prima. Aber jemand muss den Laden zusammenhalten. Sonst war alles für die Katz. Ich reise Saskia mit Jorvet nach. Es sieht aus, als ob wir auch Foltests Mörder in Lochmuin finden. Einige meinen immer noch, du wärst es gewesen. Damit räume ich jetzt auf. Ich habe keine Wahl. Ihr schon. In Lochmuin ist die Elite des Nordens versammelt. Pflichttermin für einen Künstler wie mich. Deine einzige Kunst ist deine Wichtigtuerei. Ihr werdet hier gebraucht. Solange Saskia nicht da ist, müsst ihr die Menge bei der Stange halten. Der Sieg über Henselt war wichtig, aber nur ein Schritt auf einem langen Weg. Meine Hymne hat echte Chancen. Lieder braucht Vergen besonders dringend. Hoffentlich war das nicht unsere letzte Begegnung, Geralt von Riva. Bestimmt nicht. Zu viele ungeklärte Angelegenheiten. Stimmt. Gehen wir, Gwynblade. Sheila de Tankerville. Ich hatte doch gleich geahnt, dass ihr kaltes Antlitz eine Ungeheuerlichkeit verbarg. Ohne Rat und Kammer waren die Magier zwar ohne Führung, aber gleich ein Königsmord? Warum? Und wozu? Offenbar waren die Antworten in Lochmuin zu finden, jener uralten Stadt in den Bergen, Relikt der prähistorischen Zivilisation der Frans, die vor langer Zeit lebten. Weshalb, Meister Rittersporn, gingst du nicht mit nach Lochmuin? So höre ich Fragen. Zu Recht. Vergen war frei. Doch was ist das ohne ein Bewusstsein für Freiheit? Sie ist flüchtig, wenn es dem Land an wegweisenden Persönlichkeiten mangelt. Ich blieb im Pontertal zurück, denn diese Rolle hatte mir das Schicksal zugewiesen. Die eines Wächters über die frisch gewonnene Freiheit. Und vielleicht wird aus mir noch ein Nationaldichter. Ob meiner tief empfundenen Verantwortung für den Norden, sandte ich meinen treuen Freund Geralt von Riva nach Lochmuin. Erwähnte ich, dass Geralt Politik verabscheut? Dies war die Gelegenheit, seiner Abscheu angemessenen Ausdruck zu verleihen. Evan Gesain? Asire Far-Anahit. Me vultocht en gehetwein. Me vetruf het en bellengrek. Fisse dein ebzesrit. Net en färbtine het en kressa. Weißt du, was das ist? Ich weiß. Wer das ist? Triss Merigold, bis vor kurzem Volltests Ratgeberin. Artefaktenkompression. Ein komplizierter Bann. Lebt sie noch? Unterbrochene Körperfunktionen lassen sich wiederherstellen. Aber es ist schwierig. Du bist mit dem Portal zwischen Lochmuin und Nilfgaard fertig geworden. Diese Figur schaffst du auch. Geh zur Seite. Wir wissen nicht, ob ihr Körper die Dekompression aushält. Keine Pentagramme? Kerzen? Blutvergießen? Ihr wisst nicht viel über Magie, Gesandter. Obwohl die meisten Zauberer tatsächlich Pentagramme und Kerzen verwenden würden. Aber ich bin Spezialistin für Artefaktenkompression. Sie muss leben, Asire. Sorg dafür, dass ihr Körper die Dekompression übersteht. Soweit ich das kann. Desorientiert wird sie anfangs auf alle Fälle sein.
Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Triss! Wisse Radon Tradin. Wisse Espet Eb Wovret. Dartort Eb Nordling Darien. Mehen Erwähnens Eb Torin. Me pöft in Alver Dirk. Merigold. Dein Name ist Triss Merigold. Ich kenne dieses Tal. Der Pfad führt zu den Stadttoren. Es ist nicht mehr weit. Ja, und wie weit es genau ist, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Denn ich muss ganz kurz eine Pipi-Pause machen. Auf Twitch geht's direkt weiter. Ich glaube, die Internetverbindung hat sich wieder gefangen. Ihr habt es gesehen, ich fasse mal kurz zusammen. Also die Elfe von unserer guten Philippa Eilhardt ist tot. Also ihre angeblich leere befindliche Dame da, die ist tot. Triss ist zurückverwandelt. Und ist jetzt wahrscheinlich dafür da, um eben die Feinde des Kaiserreichs aufzuspüren. Na, dazu kommen wir dann später nochmal. Im Livestream geht's direkt weiter, auf dem Weg nach Loch Muin. Im Namen höherer Werte, schöner Titel. Das geht's dann beim nächsten Mal, auf YouTube morgen wahrscheinlich und auf Twitch geht's sofort weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.